Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play. Senu fliegt wieder weg. Assassin's Creed Origins. Beim letzten Mal sind wir in Memphis angekommen und haben uns da auch schon mal ein bisschen umgesehen. Wir haben beim letzten Mal erfahren, dass offensichtlich eine Priesterin umgebracht werden sollte mit Hilfe von Kuchen. Und ja, heute wollen wir uns natürlich hier noch ein bisschen weiter umsehen in Memphis. Und ganz ehrlich, in der Richtung ist ein Aussichtspunkt. Okay, der ist ein Stückchen weit weg. Ich finde es ja eigentlich ganz cool, dass man mit Senu sich so einen Überblick verschaffen kann. Da muss man nicht zwingend in die Karte gucken. Ist eigentlich ganz nett. Und in dieser Folge wollen wir uns natürlich... Da hinten ist der Phylakis, das ist dieser 28er. Ne? Da muss ich noch ein bisschen stärker werden für den. In dieser Folge wollen wir uns ein bisschen... Ja, noch in Memphis umsehen und mal gucken, was es noch so hier zu tun gibt. Hier sind gleich drei Missionen auf einem Fleckchen. Da drüben ist noch eine. Diese blauen Missionen brauchen wir nicht machen. Das sind diese Lootbox-Missionen. Die brauche ich ehrlich gesagt nicht. Das sind so eine ganz, also wirklich so eine Standard-Dinger. Ja, dann fangen wir doch mal damit an hier direkt, würde ich sagen. Bevor wir uns natürlich auch wieder der Echse widmen. Das werden wir natürlich auch noch tun. Aber wie ich es ja gerne vorher machen würde, gerade bei so einer großen Stadt, würde ich natürlich ganz gerne mir vorher so ein paar Nebenquests angucken, weil ich habe es ja schon mal erwähnt und das finde ich ja an sich auch ganz geil. Die Nebenquests bilden so ein bisschen auch, ja, ein bisschen die Hauptstory, weil... Achso, warte mal, ich sollte aber vielleicht gucken, ob das auch eine Quest ist, die wir machen können, ne? Ich prüfe das nur mal ganz kurz. 20? Okay. Ach, da kann ich mir noch weitere Quests abholen. Das ist dieser, ja, es gibt ja in den großen Städten, ich meine, es gibt ja noch keine Assassinenbüros in dem Sinne, der ist 28, ne? Gibt ja noch keine Assassinenbüros in dem Sinne, aber es gibt ja hier immer so eine Informationstische, wo wir dann weitere Informationen kriegen können. Das ist auch 20, ich check das nur ganz kurz, okay. Das heißt, ich brauche mir keine Sorgen machen um die restlichen Sachen. Eine Sache will ich noch ganz kurz erwähnen, während wir dahin aufmachen, und zwar bezüglich der Ruckler. Ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, das hat, by the way, nichts mit meinem Aufnahmesetting zu tun, habe ich rausgekriegt. Das ist hier wohl in Memphis so ein bisschen problematisch, sage ich mal. Ich habe es jetzt so weit optimiert, dass es, wenn Ruckler auftreten sollten, nur ganz kleine geben sollte. Würde ich hoffen, dass ihr das entschuldigen könnt, weil, wie gesagt, das liegt wohl am Spiel selbst. Da haben sich wohl viele beschwert darüber. Ja, ganz ruhig. Aber ja, das wollte ich dahin nur nochmal erwähnen, aber große sollte es eigentlich nicht mehr geben. Die beten Osiris hier an. Du kennst keine Verderbnis. Bei dir sind keine Würmer, du bist nicht abstoßend. Bei dir sind keine Würmer, du bist nicht abstoßend. Bei dir sind keine Würmer, du bist nicht abstoßend. Das klingt irgendwie komisch. Hier ist die Gruft des Osiris. Reglos, reglos, reglos wie Osiris. Reglose Glieder wie die des Osiris. Hier ist die Gruft des Osiris. Reglos, reglos, reglos wie Osiris. Okay, wofür betet ihr denn hier? Seid gegrüßt, Priester. Möge dein Herz frohlocken, Magi. Freude ist rar, solange Memphis am Gestank des Todes erstickt. Ich möchte Pascherentas Beschwerde vom Informantentisch besprechen. Ah ja, wir suchen jemand Fähiges zur Untersuchung dieses Grabes. Die meisten haben zu viel Angst vor den Dämonen da drin. Aber Dämonen fürchten Priester. Warum geht ihr denn nicht selbst? Ich bin ein Gefäß der Götter. Mein Beitrag ist das Gebet. Dann gehe ich zu den Dämonen. Betet, dass mich euer Glaube schützt. Ptah behüte dich. Alles klar, dann gucken wir mal, was hier los ist. Ohne Rührung. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Wir waren ja noch nicht am Tisch. Das Problem ist, ich glaube, der Tisch ist in der Nähe der Hauptquest. Deswegen würde ich da jetzt auch noch nicht zwingend hinwollen. Huch. Oh, das ging ja einfach. Ich finde es auch ein bisschen komisch, warum man es dann nicht so gemacht hat, weil das war ja offensichtlich ein zusätzlicher Satz, der da eingesprochen wurde, mit dem, dass man von Pascherenka kommt, von dem Informationstisch. Stinkt das da so? Ah ja, Gestank. Das war ja offensichtlich, weil es ja anders betont war, ein zusätzlich eingesprochener Satz, warum man es nicht einfach so programmiert hat, wenn man noch nicht am Tisch war. Dann sagt Bayek den Satz einfach nicht, aber na gut. Das soll mal nicht meine Sache sein. Wie gesagt, ich will halt bloß gerne die Nebenquests vor dem eigentlichen Attentatsmission machen, weil wir da noch ein paar Informationen kriegen. Natürlich darüber auch, was unter anderem die Echse hier so treibt. Okay, was ist denn jetzt hier?
stinkt hier. Oh, da sind irgendwelche Leute. Da packe ich vielleicht mal meine... Fackel weg. Da sind auf jeden Fall welche. Wo sind denn die? Ich habe die doch gehört. Hey! Hui, ganz ruhig, Freundchen. Du kannst dich nicht verstecken. Kann ich nicht. Ich probiere es aber zumindest. Ist nicht so gut. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht dann um die Ecke umbringen. Okay, hier ist jemand. Ob die für den Gestank verantwortlich sind? Okay, ich glaube, den kriege ich nicht, ohne dass der mich sieht, kann es sein. Vielleicht von hier? Nichts. Fürs Erste. Oh, da ist noch ein zweiter. Kann ich den erledigen? Was? Ich bin so doof. Es ist da ein Hinweis? Okay. Ein Hinweis, was? Oh shit, ich hätte das Attentat machen können. Na gut. Wo rennst du denn hin? Hallo? Kommst du mal... Wo rennt der Typ hin? Ach, jetzt kommt mal her hier. Ja, den da oben wollte ich anvisieren. Genau, nicht den hier unten. So, der brennt erstmal schön. Das läuft ja richtig gut. Das läuft ja richtig gut. Jetzt kommen die ja alle angesprungen. Okay. Kommst du runter noch, oder? Alles klar. Dann mache ich dich jetzt auch nochmal fertig. Zack, zack, zack. Nice. Okay. Ist vielleicht nicht ganz so perfekt gelaufen, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht so wichtig. So, was habt ihr jetzt hier gemacht, dass es hier so stinkt, ist doch meine Frage. Da kommt der Gestank her, oder? Oh ja. Ich kann kaum atmen. Ich komme der Quelle dieses Gifts immer näher. Verstorbene, vergebt mir die Störung eurer Ruhe. Bitte gewährt mir Einlass. Okay. Kann ich hier durch? Nee, scheinbar nicht. Alles klar. Dann gucken wir mal. Oh ja, das sieht schon so aus, als würde es stinken hier. Alter. Was ist das? Diese Mumien sind intakt. Von ihnen kommt der Gestank nicht. Ah, ist also Verwesungsgestank. Okay, das hilft mir weiter. Gut, nicht, dass ich es irgendwie riechen könnte. Ist das da vielleicht etwas? Das soll den Gestank vertreiben. Ah, da ist Blut. Jemand war erst vor kurzem hier. Jemand ohne Angst vor Dämonen. Da ist auf jeden Fall Blut. Irr, sind das Maden? Was im Namen der Götter ist diese Fäulnis? Okay. Ich sollte nach ihrer Quelle suchen. Das führt ja ganz offensichtlich dahinter. Hat er hier eine Leiche durchgeschleppt durch dieses Loch? Das muss ja anstrengend gewesen sein. Hier bluten einige. Mumien. Sie verrotten. Kann ich die irgendwie... Das ist ein Vergehen gegen die Toten. Kann ich da irgendwas sehen bei denen? Nee, irgendwie nicht. Ah, da. Was gibt's denn hier? Hier. Das Fleisch ist verfault. Aber die Bandagen sind intakt. Sind die Bandagen intakt, liegt der Fehler beim Einbalsamieren. Die Angst vor Dämonen ließ das Verbrechen unentdeckt. Ich werde den Mumifizierungstempel besuchen. Ah, okay. Da hat jemand die Mumien falsch bearbeitet, also die Leichen falsch bearbeitet. Na gut, dann schauen wir uns die Sache mal an. Okay, wo bin ich? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ah, ist klar. Gut, gibt's hier ansonsten noch irgendwas? Da geht's wahrscheinlich wieder raus. Was ist hier oben noch? Ah, guck mal. Aber dann waren die Typen hier drin ja, waren die dafür verantwortlich? Oder, ach, was weiß ich, ist auch nicht so wichtig. Lass mich mal hier was mitgehen lassen. Ein Schild. Was ist denn das für einer? Was kann der denn? Fernkampfwiderstand und Adrenalin bei Paraden. Ich muss halt sagen, ich benutze Paraden ja jetzt nicht so häufig. Ich meine nicht, dass ich sie nicht hinkriege, die sind relativ einfach hinzukriegen. Ich finde halt bloß, das Problem in diesem Spiel ist meiner Meinung nach, dass die Paraden einem nicht viel bringen. Also ich meine, bei sowas wie, oder bei vielen, oder bei sowas wie bei einem Dark Souls zum Beispiel, ich meine, es ist immer ein bisschen, ich meine, ich weiß, ich bin ja auch von den Vergleichen immer ein bisschen genervt, aber man muss ja sagen, das Kampfsystem richtet sich ja danach. Man kann ja sagen, was du willst, ne? Aber was ich da sagen wollte, oh, bin ich hier raus? Alles klar. Was ich da sagen wollte, bei Dark Souls ist es ja so... Frische Luft. Ein größerer Segen als der des Priesters. Gib den Weg frei!
Alles klar, ist in Ordnung. Nee, was ich auch sagen wollte, bei Dark Souls ist ja so... Bleib stehen! Ja? Sehen wir uns hier mal um. Nur um sicher zu gehen. Okay, mach das mal. Ich mach mal weiter. Nee, was ich sagen wollte, bei Dark Souls ist es ja so... Ach, was? Nur eine Frage der Zeit. Alles klar. Nee, was ich die ganze Zeit eigentlich sagen will. Bei Dark Souls ist es ja so, die Parade ist relativ gefährlich, sag ich mal, in dem Sinne. Das bedeutet, ist nicht ganz einfach hinzukriegen. Aber wenn man sie hinkriegt, kriegt man halt die Möglichkeit, einen richtig starken Angriff zu machen. Und das ist halt hier einfach nicht der Fall. Wenn du hier die Parade machst, kriegst du halt die Möglichkeit, einen ganz normalen Angriff zu machen. Ehrlich. Einen ganz normalen Angriff zu machen. Das Bewachen der Tempel war einst eine heilige Pflicht, die den Magi oblag. Und nun tut es niemand mehr. Daher bringt das nicht so viel, wollte ich sagen. Ist das hier Anubis-Tempel? Sieht auf jeden Fall nach Anubis aus, hä? Dieser Hund. So, Tag auch. Friede sei mit dir. Möge Osiris über die Reise deines Lieben wachen. Ich brauche deine Dienste nicht. Ich inspiziere den Tempel. Du bist kein Priester. In wessen Namen entweihst du unsere Hallen? Im Namen des Hohepriesters. Schick einen Boten, wenn du es nicht glaubst. Ach ja, der arme Pascharenta. Der Fluch lastet schwer auf uns allen. Mir sind zwei Einbalsamierer weggelaufen, seit das alles anfing. Und derzeit gibt es ja nur Ungelernte, um sie zu ersetzen. Diese ungehobelten Klötze. Hoffentlich werde ich sie bald wieder los. Ich freue mich auf ein Treffen. Okay, dann gucken wir uns hier mal um. Ja, ist natürlich jetzt auch ein bisschen unlogisch. Wir waren ja bei Pascharenka noch nicht. Ich meine, man kann sagen, in Assassin's Creed spielt man ja Erinnerungen und wir spielen die einfach außerhalb der Ordnung. Kann man ja vielleicht sagen, aber ich finde es halt trotzdem ein bisschen schade, dass sie da nicht einfach einen alternativen Satz oder das so gemacht haben, dass man, dass sie einfach Pascharenka nicht erwähnen. Das ist, hätte die ganze Quest ja danach aufbauen können. Oder die Quest wird einfach erst aktiviert, wenn man Pascharenka begegnet ist. Das wäre ja die einfachste Variante gewesen. Wenn du im Namen des Hohepriesters hier bist, musst du ein mächtiger Mann sein. Ja, bin ich. Wir sind voll im Namen des Hohepriesters hier, ach, ein totes Kind. Na gut, aber ganz ehrlich, wenn die hier irgendwelches ungelernte Personal haben, dann muss das ja nicht mal was Böses sein, was hier passiert ist, sondern kann ja auch einfach sein, dass da jemand das nicht genau hinkriegt, ne? Werden die Leichname hierher gebracht? Ja. Dies ist das Tor zum Ibu. Zum Ort der Läuterung. Die Toten werden von ihren Familien hergebracht. Wir waschen sie mit den Tränen, die die Götter bei Osiris Tod vergossen. Vielleicht ist es auch nur Wasser. Wer weiß. Okay. So früh werden die Mumien sicher noch nicht manipuliert. Der hier ist gerade... Der Mann ist vermutlich unschuldig. Ja, da nachher noch eine ganze Menge passiert, stimmt das wahrscheinlich. Das würde ja jemandem auffallen. Was machst du? Ja, ich weiß. Du willst wissen, was ich hier mache. Ich wasche die Körper der Toten. Es ist eine Arbeit. Und die mache ich seit 10 Jahren. Da gibt es wenig zu erzählen. Okay. Ein Mann von meinem Schlag. Aber nicht ganz unverdächtig. Ist deine Neugier befriedigt? Noch nicht. Mach schneller. Du störst unsere Arbeit und die Totenruhe. Na, wenn du das sagst. Ah, gut. Aber ich meine, wenn der hier... Sag mal, kommst du zu deiner Leiche noch oder schaffst du es heute nicht? Ja, aber meine ganz unschuldig. Es würde doch aber jemanden auffallen. Da kommen doch noch genau... Das Wichtigste ist doch wahrscheinlich das Entnehmen der Organe, oder? Ich möchte dich wirklich nicht zum Feind haben. Ich habe keine Feinde und auch keine Geheimnisse. Und so entfernen wir das Gehirn, nutzloses Organ. Nun werde ich die Flanke öffnen und entnehme die Leber, den Magen, die Lungen und den Darm. Erzählst du das wem, oder? Sie verwesen als erste Teile des Körpers. Faszinierend. Wir kriegen hier fast nie Besuch. Komm jederzeit gerne vorbei. Ach, du erzählst das mir. Ja, das könnte... Freundlichkeit ist ein guter Deckmantel. Aber ich verdächtige ihn nicht. Ja, die Frage ist, ob er es vielleicht aus Versehen macht. Vielleicht vergisst er ja einfach ein Organ, weil er es nicht kennt und das verwest dann, ne? Wer weiß. Gut, aber ich meine, der muss ja eigentlich nur alles entfernen. Es kann ja wohl nicht so schwer sein. Und was ist das hier? Ist das Salz? Arbeitest du da vielleicht mit Salz? Kein Salz. Natron. Es trocknet den Körper aus und verschandelt mir die Hände. Ich habe überall Verbrennungen, aber in letzter Zeit ist es besser. Ist das Natron irgendwie anders? Die Textur ist leicht verändert. Pulvriger.
Sie müssen einen neuen Zulieferer haben. Wenn du mehr über Natron wissen willst, sprich mit dem Mann da hinten. Ah, okay. Wenn Natron die Körper austrocknen soll, dann stimmt wohl etwas mit dem Natron nicht. Ich sollte mit dem Arbeiter draußen reden. Ich meine, vor allem halt, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass jemand oder dass das Natron sich verändert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch. Ansonsten könnte es auch alles mögliche andere sein, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Aber gut, dann frage ich dich doch mal, mein Freund, ist irgendwas an dem Natron neu? Ihr trocknet die Leichen mit Natron? Hm. Wer bist du denn? Ein Tempelinspektor. Klar, wird auch Zeit, dass du kommst. Memphis stinkt seit Monaten wie die Pest. Ich vermute ein Problem mit dem Natron. Woher stammt es? Ganz aus der Nähe. Wird von guten Männern am Kanal bewacht. Vorsicht vor Krokodilen. Und Echsen. Sagtest du Echse? Sagt dir das etwas? Man munkelt so etwas in der Taverne. Nur Gerüchte. Wenn du nichts Handfestes bieten kannst, gehe ich wieder. Warte. So viel kann ich dir sagen. Unser Natron ist verunreinigt. Mit Sand. Geh zum Lagerhaus, gleich nördlich vom großen Tempel. Die Götter seien mit dir. Die Echse also, die steckt dahinter. Also wegen des unreinen Natrons. Dann sehen wir mal in dem Lagerhaus nach, von dem er sprach. Ja, in welcher Richtung ist das denn? Die Echse steckt da eventuell dahinter, aber was hat er davon, dass die Leichen nicht richtig... Was könnte der, oder die, ich weiß ja noch nicht. Aber gut, ich meine, wir sind in einer Zeit, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass unser Attentatsziel ein der ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Nee, aber was ich sagen wollte, was könnte der davon haben, dass die Leichen verwesen? Ich meine, es ist ja seine Stadt dann auch irgendwo, oder? Das macht's ihm dann ja auch nicht schöner, hier zu leben. Aber warte mal, wenn wir gerade mal hier sind, lass mich mal ganz kurz zu ihr gehen. Und einfach mal ganz kurz Pelz kaufen. Leder kaufen und weiches Leder. Kann ich irgendwas herstellen dadurch jetzt schon? Mal ganz kurz geschaut. Nee, nichts von dem, was ich will. Dafür brauche ich noch 5. Dafür brauche ich nur noch Holz, aber viele Art ist Leder. Mach ich wahrscheinlich erstmal das. Dafür brauche ich auch Pelz. Das heißt, das stellen wir auch erstmal hinten ran. Das hier wird wahrscheinlich etwas, was wir machen können. Da brauchen wir halt nur Silber, theoretisch. Was brauche ich denn hier eigentlich? Weiches Leder. Okay, wisst ihr was? Bisschen Fernkampfschaden. Ich meine, so viel weiches Leder, wie ich gerade habe, ganz ehrlich. Bronze habe ich auch genug. Ich meine, ich brauche hier theoretisch Bronze, aber davon habe ich echt noch genug. Bronze kriegt man ja auch viel. Bei jeder Waffe, die du zerlegst, kriegst du ja Bronze. Von daher, ganz ehrlich. Daran komme ich ja schnell. Wie viel weiches Leder brauche ich denn noch? Hier brauche ich weiches Leder, aber ich meine, weiches Leder ist ja recht häufig zu finden. Komm, da können wir noch einen nehmen. Dann machen wir mehr Fernkampfschaden. Ich meine, das kann ja auch nicht schaden, ne? So, jetzt bräuchte ich theoretisch noch Bronze und ich würde mein ganzes weiches Leder aufbrauchen. Das will ich dann nicht. Ich meine, solange ich noch Pelz brauche, brauche ich ja auch mit dem weichen Leder nicht sparsam sein, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Weil ich komme schneller an weiches Leder als an Pelz. Ich meine, ich glaube, Pelz kriegt man, glaube ich, auch nur von Löwen. Ich glaube, es gibt kein anderes Tier, das man jagen kann, womit man Pelz oder wo man Pelz bekommt. Das ist ein bisschen nervig. Ich meine, ich könnte gucken mit Senu, dass ich wahrscheinlich ein bisschen Pelz finde. Guck mal, da ist so eine Stufenpyramide. Da müssen wir dann auch irgendwann nochmal reingucken, wenn wir mit der Echse fertig sind in diese Stufen. Da hinten. Ist das eine andere? Das muss eine andere Pyramide sein. Diese haben wir ja schon hinter uns gelassen lange. Das sind wahrscheinlich diese anderen Pyramiden, die ich auch in der Sphinx, auf der Sphinx-Karte gesehen habe, ne? Belagerte Villa? Okay. Ach, das ist doch wahrscheinlich die belagerte Villa. Na gut, von mir aus. Gut, dann gucken wir uns hier mal um. Und schauen mal, ob hier jemand Sand hinzumischt oder ob da vielleicht einfach jemand nur Geld sparen will. Vielleicht, ich denke mal, Sand ist billiger wahrscheinlich als Natron, ne? Ist da ein totes Krokodil? Ja, Tatsache. Hier ist das Lagerhaus. Ich muss vorsichtig sein. Okay, dann gucken wir mal. Da geht's rein scheinbar. Warum macht denn diesen Busch keiner weg? Wahrscheinlich, weil es eigentlich kein Eingang ist, ne? Ja, gut, von mir aus. Bisschen Gold nehme ich immer mit, ein paar dieser Drachmen. Nur die Schuldigen entehren die Unschuldigen. Mögen die Götter gnädig sein. Tja, Salz ist billig. Es steckt mehr als Gold hinter dem Verbrechen. Gold hatte damit nichts zu tun. Ein Priester mit einer blauen Schärpe hat es angeordnet. Das hat er mir angetan. Er sagte, er täte dasselbe mit meiner Tochter.
Ich brachte das Unheil über die Stadt, nur um sie zu schützen. Ich schwöre es. Bitte! Hilf mir und ich beende es. Hier. Ich behielt sie. Nimm sie. Okay. Ich schicke den Verfasser zur Verschlingerin. Das Siegel des Anubis. Ein Priester streckte das Natron. Der Brief erwähnt eine Banditenhöhle. Ich räuchere dieses Schlangennest ein für alle Mal aus. Du meinst das Echsennest? Sand. Damit strecken sie das Natron. Ich fand's interessant, wie schnell Bayek da auf den Typen losgegangen ist. Kann ich mir den Brief denn selbst nochmal angucken? Würde mich mal interessieren. Ich will mal wissen, was da drin steht. Was ist das für einer? Attentatsauftrag. Achso, Bayek von Siva. Ja, ja, den hat er ja vorgelesen gehabt. Was ist das da? Ach, das ist einer von diesen Papyri. Okay, guck mal. Brief mit einem Siegel von Anubis. An den obersten Einbalsamierer von Memphis. Ich beauftrage dich, die Streckung des Natrons zu überwachen. Meine Männer werden das Natron mit weißem Sakara-Sand verunreinigen. Du sorgst dafür, dass es zum Verit gebracht und bei der Mumifizierung verwendet wird, um den Fluch über der Stadt zu festigen. Der Sand wird in einer Höhle unter dem Tempel des Ptah gelagert. Der Eingang liegt zwischen zwei großen Kornkammern. Sollte jemand dort eindringen, weißt du, was zu tun ist. Enttäusche mich nicht. Die Echse. Die steckt also wirklich dahinter. Und die will so tun, als wäre hier ein Fluch über der Stadt. Vielleicht, um mehr Macht zu bekommen? Vermutlich. Aber das heißt, die Echse, entweder sie ist ein Priester oder sie hat sich zumindest als ein Priester verkleidet. So viel wissen wir damit dann schon mal. Habe ich gerade ein Krokodil gehört? Oh ja. Lasst mich mal ganz kurz darum kümmern. Hey, Krokodil. Na, wie gefällt dir das, du blödes Vieh? Hallo? Ignoriere mich nicht. So, warte mal. Gegen die wollte ich doch einfach die starken Angriffe machen. Vor allem, wenn es noch zum Brennen führt. Ich meine, ich frage mich zwar, wie so ein fucking Krokodil brennen kann. Es hat doch nur irgendwelche Schuppen, aber von mir aus. So, wie viel hartes Leder habe ich denn dafür gekriegt eigentlich jetzt? Pfeile und ein hartes Leder nur? Echt? Boah. Vielleicht, weil ich ja auch noch 100 XP bekommen habe oder so, wer weiß. Na gut, dann gucken wir mal. So, aufpassen. Was hier direkt, wo die Leute leben? Kann ich da von oben irgendwie eindringen? Vielleicht. Gibt bestimmt auch einen Alternativeingang. Es gibt zu fast allen Höhlen einen Alternativeingang. Mit Senu könnte ich den jetzt finden, aber ich will ja Senu nicht zu überbenutzen. Da hätte ich zum Beispiel scheinbar einsteigen können, oder? Naja, ein bisschen eng. Okay, aber ich schalte schon mal. Ich habe noch 3 Schuss mit dem Bogen. Ich habe im Notfall noch Schlafpfeile, den muss ich auch mal benutzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, solange der Bogen halt tötet, ist er ja besser als Schlafpfeile eigentlich, weil er die Typen gleich erledigt. Schlafpfeile schläfern die ja nur ein. Da sind welche. 2 Stück. Lass mich die mal kurz markieren. Warum ist der nicht markiert? Danke. Frage ist, ob da halt noch mehr sind. Ich meine, dafür kann ich ja mal den Schlafpfeil benutzen. Wie viele Leute kriegen das denn mit? Gut, da ist noch einer. So, zack. Und dann du, mein Freund. Shit, den kriege ich nicht. So, dann ihn. Und da hinten ist noch einer. Warum mir der jetzt angezeigt wird, ich habe keine Ahnung. Kriege ich dich hier? Und tschüss. Sehr schön. Ah, das war's schon. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier noch ein paar Infos. Vielleicht hätte ich sie dafür belauschen müssen oder so. Vielleicht liegt hier aber auch noch was. Was, das war's einfach? Kein Abschlusswort mehr von Bayek oder so? Na, von mir aus. Ich hätte gedacht, dass Bayek wenigstens noch irgendwas sagt. Ach, guck mal, hier geht's auf jeden Fall noch rein. Was haben wir denn hier? Zack. Was haben wir denn hier? Ist das ein Grab? Mein Kind, ruhe nun in ungestörtem Schlummer. Mögest du bis in alle Ewigkeit durch grüne Felder neben jenen wandeln, die vor dir geherrscht haben. Mögen die Götter deiner noblen Herkunft gebührend über dich urteilen. Gut, eigentlich muss ich hier nicht alles anmachen. Ach, wir sind in der Nähe des Ptah-Tempels. Wahrscheinlich drunter direkt, des Ptah-Tempels.
Da haben die also... Also hier haben die den Sand hergeholt. Okay, interessant. Gibt's hier noch... Ach, guck mal, hier gibt's noch ein Trüchen auf jeden Fall. Ein Kohlenstoffkristall. Aber ansonsten gibt's hier keine weiteren Hinweise mehr, scheinbar. Schade. Ich dachte, wir kriegen vielleicht noch einen Hinweis auf die Echse, aber das wäre wahrscheinlich auch zu einfach gewesen, hä? Naja, ansonsten scheint hier echt nichts mehr zu sein. Gibt's hier noch einen Alternativausgang? Wäre komisch zu einem Grab, ehrlich gesagt, dass über dem Grab direkt der Alternativausgang ist, um ehrlich zu sein. Nee, da ist auch nichts. Okay, dann muss ich den normalen Weg wieder raus. Aber das ist ja auch nicht so wild. Gut, dann ist die Frage, ich meine, wenn wir jetzt hier sind, könnten wir das natürlich gleich machen, aber ich würde sagen, wir gucken uns eher lieber mal an, was es damit da hinten noch auf sich hat. Mit der Geschichte, bevor wir dann richtig mit der Jagd auf die Echse beginnen, ne? Denn vielleicht finden wir noch mehr raus. Also wir wissen jetzt, dass die Echse offensichtlich es so aussehen lassen will, zumindest als würde hier ein Fluch über Memphis liegen. Die Frage ist, warum? Was hat sie davon? Aber ich denke mal, irgendwie will sie damit ihre Macht steigern. Gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das irgendwie ihre Macht steigert. Aber inwiefern kann ich euch auch noch nicht sagen. Hallo, Freunde. Inwiefern kann ich euch da jetzt auch noch nicht sagen? So, dann... Okay. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen. Ist hier schon wieder... Ach, hier ist ja schon wieder ein Krokodil, echt. Ach, komm. Komm her, Kleiner. Der bemerkt mich ja sogar. Na, und zack. Vor allem, der brennt ja überhaupt nicht. Ist der zu hoch vom Level, um zu brennen, oder was? Zack, zack. Und zack, zack, zack. Hey, hey, hey. Jetzt stirbt doch einfach ein blödes Vieh. So. Ah, diesmal gab es aber 4 harte Leder. Ich muss aber leider sagen, jetzt gerade zumindest, vielleicht weil es Tag wird, hä? Jetzt gerade wird das mit den kleinen Brocklern ein bisschen schlimmer, finde ich. Wie gesagt, es ist halt leider etwas, was am Spiel selbst liegt. Das habe ich gelesen. Ich habe halt wirklich versucht, mich da mal ein bisschen zu belesen, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt. Aber das Spiel ist wohl tatsächlich für den PC nicht so extrem gut, nicht so extrem gut angepasst worden, leider, was ich echt ein bisschen schade finde. Weil die haben eigentlich extrem viele gute, auch Anpassmöglichkeiten in den Optionen. Magi! Was machst du denn hier? Magi! Komm ja. Her! Was will dieser Schiffer? Wie, noch nicht verfügbar? Muss ich mich hinsetzen dafür, oder was? Würdest du mich vielleicht als Reisegefährten akzeptieren? Dann gebe ich mir einen Titel. Wie wäre es mit Tutmosis der Furchtbare? Ich reise allein. Natürlich. Hast du das vom Palast gehört? Von den Horden von Krokodilen dort? Schrecklich. So viele Tote. Ich wurde angeheuert, die Bestien zu erschlagen. Doch jemand reizt sie, indem er Blut ins Wasser kippt. Mhm. Und du willst meine Hilfe? Ja, ja. Dir macht ein Krokodilbiss so viel aus wie anderen ein Bremsenstich. Töte die Krokodile beim Palast und mein halber Lohn gehört dir. Nur der halbe? Was sagst du, Magi? Ich bin ein guter Krokodiletöter. Ach, ich wusste, auf dich ist Verlass. Magi der Mächtige, Magi der Majestätische, Magi der... Vergiss es. Am Nordrand der Stadt gibt es eine verborgene Höhle. Triff mich dort heute Nacht. Heute Nacht? Okay. Moment. Krokodil reimt sich auf Besenstiel. Das merke ich mir. Okay, dann töten wir erstmal die ganzen Krokodile, bevor wir irgendwas anderes tun beim Palast. Okay. Aber ich meine, ein Krokodil ist eine Echse. Allerdings gibt es ja auch noch ein richtiges Krokodil, das wir jagen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das nicht zwingend was mit der Echse zu tun haben muss. Weil, wie gesagt, wir jagen ja noch ein richtiges Krokodil, nicht... und die Echse, meine Frage natürlich, was die Echse dann wirklich ist, um ehrlich zu sein, wenn ich ein Krokodil, na gut, es könnte eine, obwohl eine Schlange, ist ja die ganze, das ganze Teil soll ja die Schlange sein, vielleicht rufe ich einfach mal ganz kurz wieder Basu. Schlange ist ja der ganze Orden, das heißt, was könnte die Echse, gut, ich meine, es könnte irgendein Salamander oder sowas theoretisch sein, sein Tierzeichen, was weiß ich. Gibt bestimmt in der Wüste auch irgendwas dahingehend. Okay, dann zeig mal, wo sind denn hier? Oh ja, da sind auf jeden Fall... Da ist auf jeden Fall Blut. Die Frage ist natürlich, wollen wir nur die Krokodile töten oder wollen wir uns auch gleich... Neck!
Der Krokodilgott selbst würde weniger Unheil stiften. Sie sind viel reizbarer als sonst. Wollen wir uns auch gleich um die Frage kümmern, wer hier das Blut reinkippt, ne? Ja, ihr kommt doch eh nicht an mich dran, Freunde. So. Der fährt schon mal weg. Dann kriegst du eins voll ins Maul. Haut ihr jetzt echt ab, Freunde? Oh. Ich habe eigentlich keine Lust, im Wasser zu kämpfen. Und da Feuer im Wasser wahrscheinlich nicht viel bringt. Sag mal, wo macht ihr denn hin, ihr blöden Viecher? Jetzt greifen die irgendwas an, kann das sein? Scheiße, jetzt habe ich die auf die Leute gejagt. Das ist natürlich auch clever gewesen. Jetzt habe ich die echt auf die Leute gejagt. Ach, komm her, du blödes Vieh. Tschüss. Sehr gut, das wäre das gewesen. Was zählt ihr jetzt als Raubtier betrunken? Toll, der andere greift jetzt auch an, echt? Wollt ihr mich verarschen? Okay, ich hätte die nicht reizen sollen. Es war vielleicht eine dumme Idee, gebe ich ja zu. Es war vielleicht eine dumme Idee. So, komm her, Blöder. Hä? Was ausgeschaltet? Ach, weil er wieder in sein Gebiet geht, oder wie? Zählt das als Raubtierbedrohung ausgeschaltet? Wie viele sind denn da noch? Puh, es sind noch ein paar, um die ich mich hier tatsächlich kümmern muss. Aber ich meine, ich kann den mit dem Bogen theoretisch ganz guten Schaden machen. Wo sind die denn, die Viecher gerade? Da. Ich hoffe, die greifen dann nicht wieder. Schlaffall wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen. So, und zack. Und zack. Und dann du noch, mein Freund. Da ist irgendeine unterirdische Höhle. Komm her. Der haut wieder ab, ey, echt. Geh erstmal da rein, Bayek, und plünder mal die Krokodile. Wo ist denn das zweite? Ist irgendwo unter Wasser oder was? Ach man, jetzt muss ich das wieder jagen. Vor allem, die sind halt ein bisschen schneller als ich. Ich hoffe, ich muss nicht im Wasser kämpfen. Das ist immer nervig, im Wasser zu kämpfen, wie ich finde. Greift der da was an? Ja, das machst du aber clever, mein Freund. Jetzt bleib mal... Ach Mist, der hat den Ausgang gedeckt. So viele tote Krokodile sollten genug für Tutmosis sein. Also, es reicht auch, sie einfach aus dem Gebiet zu jagen. Krokodile. Ah, oh nein. Es reicht auch, sie einfach aus dem Gebiet zu jagen. Das ist ja irgendwie lustig. So, das war's dann mit dir. Viele Krokodile. Ah, oh nein. Er färbt auf mich ab. Was hat denn das damit zu tun jetzt? Ist das jetzt irgendwie ein Witz gewesen, dass ich reimen sollte oder wie? Die Frage ist, will ich jetzt bis Nacht warten? Ich weiß, es gab hier noch eine Alternativgeschichte, aber die ist so weit weg. Das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis wir da drüben sind. Da warten wir lieber bis zur Nacht und erholen uns ein bisschen. Meine Kinder gedeihen. Friede sei mit dir. Laufen die Geschäfte besser? Gut so weit. Die reden das Gleiche einfach. Seit der Fluch über der Stadt liegt, kommen immer weniger Pilger. Wie die einfach das Gleiche reden. Nein, das ist ja schrecklich. Da bist du ja verrückt, wenn du dir das anhörst. So, dann lass uns mal das Höhlchen suchen, mein Freund Basu. Dann lass uns mal dieses Höhlchen aufsuchen, wo der Typ auf uns warten will. Da bin ich ja mal gespannt, ob der jetzt uns wirklich einen Teil von der Belohnung abgibt. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass das so ein... Oh, da ist die Höhle. Hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass man dem so super trauen könnte, wenn ich ehrlich bin. Hallo. Ach, guck mal. Da ist er ja schon. So viel zu Nacht. Hallo, hallo. Komm wieder, sobald der Himmel dunkel ist. Okay, dann warte ich halt. Mein Gott. Können wir von mir aus auch machen. Dann warte ich halt. So. Bist du jetzt bereit zu reden? Was ich hier vor mir sehe, lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Der Palast quillt über vor Sobeks Toten. Hast du gesehen? Im Becken menschliche Leichenteile als Krokodilköder eingesetzt. Oh, wie grauenhaft. Warum? Wer weiß, warum Übeltäter Übles tun. Ich kam gerade rechtzeitig, um zwei Leute Leichen auf Boote laden und wegreiten zu sehen. Ich setze diesem Treiben ein Ende. Natürlich wirst du. Und als dein treuer Gefährte schicke ich dich in die Richtung dieser Unruhestifter. Na klar. Einer ging auf den Palast zu und der andere machte sich zum Mumifizierungstempel auf. Hier ist mein halber Lohn, wie versprochen.
Na danke. Gut, dann kümmern wir uns daran mal noch. 750, das geht ja aber. Andererseits tut Moses der Furchtbare. Ach, guck mal, hier gibt es auch noch einen Alternativausgang. Okay, dann gucken wir mal. Nein, ich habe blöderweise... Wo ist denn mein Schild? Ah ja, okay. Keine Ahnung, warum das verschwunden war. Warum mein Schild jetzt verschwunden war, weiß ich nicht. Okay, wir suchen einen Typen auf einem Boot. Das kann ich ja vielleicht auch noch ohne Senu hinkriegen. Oder auch nicht. Der Nil ist groß. Der könnte überall sein. Wenn das überhaupt der Typ ist, der auf dem Fluss unterwegs ist. Ach, da hinten, ey. Sie wirft Leichenteile in den Fluss, um die Krokodile anzulocken. Da hätte ich ja noch lange laufen können. Das ist eine Sie sogar. Interessant. So viel Schuss habe ich noch? Ein. Habe ich die Pfeile von den Krokodilen nicht einsammeln können? Wahrscheinlich nicht. Okay. Gut, dich kriegen wir erledigt, hoffentlich. Mit einem Schuss wäre wär möglichst schön. Wow. Jawoll, ja. Und dann kriege ich meinen Pfeil nämlich auch wieder. Sehr schön. Das hat doch gut geklappt. So, ich muss wahrscheinlich den Tod bestätigen, ne? Genau. Danke für den Pfeil. Und jetzt den anderen noch. Auf dem Fluss nahe des Apries-Palastes. Alles klar, da gucken wir uns da auch mal um. Ist das hier? Ah, nee, das hier ist der Barrett. Da, wo wir heute ja schon waren. Da, wo die einbalsamiert werden. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich auf jeden Fall. Okay. Wo ging es denn hier raus? Hier lang? Ah, und das da hinten ist dann also der Apries-Palast. Okay. So, dann Basu. Komm nochmal her. Du bist mir ja zum Glück gefolgt. Und dann schauen wir mal, dass wir den zweiten auch noch mit einem Schuss erledigt kriegen. War da nicht irgendwo ein Aussichtspunkt auch in der Nähe von diesem Palast? In diesem Apries-Tempel-Palast? Oh, sorry. Sorry. Ich hatte gerade wo ganz anders hingeguckt. So, Fluss nahe des Apries-Palast. Vielleicht kriege ich den ja ohne Senu. Vielleicht kriege ich den ja ohne Senu. Das wäre ja zumindest eine Idee. Wo ist denn der Fluss hier überhaupt? Ach, da. Ja, der Fluss ist halt so blöd langgezogen immer, ne? Der könnte halt überall auf diesem Fluss sein. Ja, der ist halt hinter mir. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Die andere habe ich ja wenigstens gesehen, aber den hier. Ach, da hinten? Eine der Schurken, die die Krokodile so aggressiv machen. Der ist ja in der vollkommen anderen Richtung. What the fuck? Er kannst du ja ewig suchen ohne Senu, glaube ich. Bei den Typen. Ich meine, klar, du musst einfach theoretisch nur den Fluss entlang reiten, aber es ist einfacher gesagt als getan, wenn du nicht mal weißt, in welche Richtung. Wow, reitet doch nicht die Leute einfach so um. Okay, mein Freund, dann kümmere ich mich mal um dich jetzt. Mal sehen, ob ich das auch so gut hinkriege. Da, ich habe nichts getan und ich habe nicht vor, jemanden zu erledigen gerade. Komm, zieh nach oben. Jawoll, ja. Perfekter Schuss. So, Freundchen, dann bestätige ich auch mal deinen Tod. Erstmal bitte meinen Pfeil und dann haben wir auch dich. Dies ist ein Dienstvertrag über die Dienste von Tuyu und Tianefer, auch bekannt als die Zwillinge. Die Zwillinge erklären sich bereit, Tod und Chaos im Umfeld des Apries-Palastes zu verbreiten. Dazu werden sie alle verfügbaren Mittel ausschöpfen und stillschweigen über diese Mittel wahren. Stillschweigen vor allem. Die Bezahlung in Höhe von 57.000 Silberdrachmen wird von der Echse bereitgestellt, die Hälfte im Voraus. Oha, die Echse also schon wieder. Kinder werden jetzt friedlicher sein. Mal hoffen wir es mal. Oh, und ein Level-Up. Oh, das heißt, ich kann doch den neuen Bogen benutzen, ne? Das heißt, warte, hier Ausrüstung. Das heißt, ich kann doch den super neuen... wo ist er denn? Habe ich auch einen besseren Kriegsbogen schon? Keine Ahnung. Ich meine, der hier hat halt... Da. Der super Raubt... Oh, der hat den Brenneffekt. Gut, muss ich auch sagen, ist jetzt nicht ganz so hilfreich, weil... Ich will mit dem Ding ja eigentlich die Typen erledigen direkt, aber der hat halt einen ordentlichen Schleichmodus und kritische Trefferchance-Bonus.
Mit dem sollte ich dann schon ein paar mehr ausschalten können. So, wo ist denn eigentlich der Aussichtspunkt jetzt hier? Da drüben. Ach, da drüben ist ein Aussichtspunkt. So, was ist denn jetzt hier der Apries-Palast dann eigentlich? Weil da sollen wir ja dann theoretisch auch den Gehilfen treffen, der uns helfen soll, die Echse zu erledigen. Das würde mich nochmal ganz kurz interessieren. Weil ich glaube fast, ach so, dass die Beute der Phylak ist. Ich glaube fast, wenn wir schon mal eh hier in der Nähe sind, können wir uns darum ja vielleicht mal kümmern. Ach, das ist der. Wisst ihr was? Dann holen wir uns nämlich noch den Aussichtspunkt da. Ich meine, ich weiß, auf der anderen Seite der Insel, auf der anderen Seite der Stadt gibt es eventuell noch eine Aufgabe, aber die können wir vielleicht ja auch noch. Um die können wir uns ja vielleicht dann auch noch danach kümmern. Jetzt, wenn wir eh schon mal hier sind und scheinbar so viele hier beim Apries-Palast irgendwas Böses tun, sollten wir uns vielleicht um die Sache mal gucken. Um die Sache mal kümmern mit der Echse. Aber ich würde fast sagen, wie wir das tun, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge. In dieser Folge holen wir uns auf jeden Fall noch den Aussichtspunkt da oben. Ah, da oben ist das Ding. Und haben dann nochmal einen schönen Überblick. Und, ah, der Tempel des Ptah ist das hier. Ich hoffe, ich darf hier einfach so rein, aber bisher sagt noch niemand was, auch Bayek nicht. Ja, und ich entschuldige mich, wie gesagt, ein bisschen für die Ruckler. Wie gesagt, ich kann es halt... warum hältst du dich nicht fest, Bayek? Ah, du kannst dich hier nicht festhalten? Das erscheint mir random. Das ist halt das... Ich meine, ich finde es ja schön, dass er sich an teilweise ganz tollen Sachen hochbewegen kann, aber an manchen Stellen erscheint es mir mega random, wo er sich nun festhalten kann und wo nicht. Manchmal sieht es so aus, als könnte er sich festhalten und manchmal nicht. Es ist, also entweder man macht das so, dass er überall hochklettern kann, oder man macht das wirklich so, dass du an flachen Stellen nicht hochklettern kannst. Aber wenn das manchmal so ist, ist es halt echt nervig. Oh, guck mal, da drüben die Pyramiden. Bei denen waren wir auf jeden Fall noch nicht. So, dann würde ich sagen, synchronisieren wir mal. Und wie wir uns hier im Tempel des Ptah umsehen und uns vielleicht der Echse widmen, das seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Origins. Bis dahin. Ciao.